Warum Jetpacks? Warum Jetpacks? Warum Jetpacks, Leute? Warum? Ich verstehe es nicht. Was ist los mit diesem Level hier? Den sollten sie umbenennen von Rocket in Fuck It, weil das ist bis jetzt der allerschlimmste Level überhaupt. Ich meine, gut, Piston It Away war auch nicht gerade leicht, weil da habe ich es nicht geschafft, alle Kisten zu zerstören, weil nämlich die Todespassage einfach nur zum Kotzen ist. Das habe ich dann ausgelassen, das war mir zu blöd, weil ich zu blöd war. Aber ich bin scheinbar auch zu blöd, mit diesem dämlichen Jetpack rumzufliegen. Aber warum muss das hier überhaupt sein, liebe Entwickler? Warum musstet ihr denn so einen Level noch machen? Vor allem habe ich irgendwie das ungute Gefühl, ich meine hier, Spaced Out klingt auch irgendwie so danach. Und dazwischen haben wir vor allem ja noch Pack Attack und Night Fight. Aber man muss doch hier irgendwie diesen dämlichen Level schaffen können hier, Rocket. Ist mir doch jetzt auch egal, ob ich da wieder nicht alle Kisten kriege. Ich habe übrigens, nicht wundern, ich habe nämlich aktuell 26 von 42 Diamanten. Weil ich glaube, da zählen zwar die bunten auch dazu. 70% des Spiels geschafft habe ich, was immer noch nicht gerade viel ist, finde ich. Ich habe ein paar Level nochmal gemacht, vor allem in der zweiten Welt. Und im zweiten Warp-Raum, da sitzt ja vor dem Eingang zu diesem einen Eisbär-Level dieses süße kleine Eisbär-Baby. Und ich weiß auch gar nicht, wie man drauf kommen soll. Es ist auch ein bisschen gemein, das zu tun. Aber wenn man dem Eisbär-Baby, das da sitzt, 10-mal auf den Kopf springt, bekommt man 10 extra Leben. Ist wirklich wahr, stimmt. Könnt ihr selber ausprobieren. 10-mal auf den Kopf springen und dann bekommt man 10 extra Leben. Deswegen habe ich jetzt gerade 15 insgesamt. Kriegt man einfach mal 10 extra Leben. Das funktioniert aber nur einmal. Ich weiß nicht, ob man dann das Spiel komplett beenden muss und dann, wenn man wieder reingeht, ob es dann nochmal klappt, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber es klappt zumindest einmal, klappt es. 10-mal auf den Kopf springen, kriegt man 10 extra Leben. Das ist schon eine große Hilfe. Hätte ich das mal früher gewusst. Aber egal. So. Machen wir jetzt nochmal Rocket, Fuck It, Whatever. Der Level ist einfach furchtbar. Der Level ist einfach nur mega scheiße. Es gibt eigentlich nur 39 Kisten, das ist gar nicht mal wirklich viel. Aber es gibt halt dieses verfickte Ding. Warum Jetpacks? Warum? Ich will das nicht. So, und ich merke auch gerade, ich kann auch mit X und ja... Ich kann auch mit X vorwärts fliegen. Muss also nicht LR, also L2 oder R2 muss ich eigentlich gar nicht nutzen. Können wir mal Kreis ist... Okay, Kreis ist auch rückwärts. Man kann ja auch wieder rückwärts fliegen. Also X ist auch vorwärts, Kreis ist rückwärts, genauso wie... Okay, also L2 ist auch rückwärts, R2 ist auch vorwärts. Also ich kann... Ich glaube, da tue ich mir leichter, wenn ich das mit X und Kreis mache. Aber trotzdem, ey... So, ich bin da lieber ein bisschen langsamer, ja. Lieber etwas langsamer und sicherer als, ich meine, da frage ich mich natürlich auch, Alter, wie soll man dann den Level bitte auf Zeit schaffen? Das ist ja voll die Härte dann. Das ist ja dann richtig schlimm. So. Bisschen näher, zack. Also wie gesagt, ich versuche es zumindest, alle Kisten zu wischen, aber ich garantiere für nichts. Der Level ist bis jetzt echt der schlimmste. Da habe ich dann am Ende des letzten Parts auch aufgegeben. Ich meine, da war auch nicht mehr allzu viel Zeit, aber an sich war es einfach nur schlimm. Es war richtig schlimm. So. Ah, jetzt kriege ich gleich noch ein Leben, weil wir haben jetzt wieder 100 Früchte. Sehr schön. 16 Leben, na komm. 16 Leben habe ich jetzt für diesen Level hier. Also das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das nicht irgendwie geht. So, die Dinger müssen auseinander. Genau. Zack, mal Vorsicht. Ah, nochmal zurück, ein bisschen zurück. So, hoch. Ja, sehr schön. Da lang, jawohl. So, und gerade mal 8 Kisten. Mit der Checkpoint-Kiste sind es 9. Okay. Es gibt ja wenigstens Checkpoints, aber ich habe schon wieder keinen Akku. Das heißt, wenn ich auch noch einmal hier von so einem Laser wieder vorne gerade getroffen werde, ist das nicht so cool. So, schön auf die Seite mit der TNT-Kiste und... Boom, Baby. So. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich bin jetzt wirklich so ein bisschen... Ich habe hier wirklich so mehr die Schiss-Variante gewählt. Dass ich wirklich ganz langsam Stück für Stück hier lang fliege. Vor allem muss ich eben gucken, wie es am sichersten ist, hier durchzukommen. Also so schon mal nicht. Und jetzt! So. Und... Oh, Vorsicht. Ich glaube, ich bin zuletzt ja auch gestorben, weil ich hier so ein blödes
glühend heißes Rohr berührt habe, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber wegen meiner Schusseligkeit bei der Steuerung ist mir das dann leider doch passiert. Ah ja, der Typ ist ja auch noch so ätzend gewesen. So, verpiss dich. Und verpiss dich. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, ich glaube, direkt nach dem Checkpoint bin ich dann schon gestorben. Also auf das Stromkabel noch aufpassen, bitte. Das ist gerade schön oben. Nein, Vorsicht. Jawohl, so, hier. Ich Trottel, habe mich zu sehr auf das konzentriert, was vor mir war, und habe aber dann echt nicht gecheckt, dass er dieses Rohr hier oben, das ja tötet. Also das da oben, weil das rot glüht, ist das brennend heiß. Und das ist der letzte Scheiß. So, Vorsicht. Oh Gott. So, ich hätte ganz gerne natürlich hier dieses Leben. So. Vorsicht. Nein, runter. Nein. Nein, was machst du? Was machst du, Crash? Was machst du? Ja, und? Kriege ich das Leben bitte? Ja, ich habe das Leben. Ich habe es. So, da ist nochmal so ein Penner. Oje, Mini. Alter, der Level ist... kommt mir aber ziemlich lang vor, obwohl es hier nur so wenige Kisten gibt und... na sicher. Ja, sicher. Was bist denn du für ein komischer Wichser? Verpiss dich mal. Ah, Vorsicht. Ich will... Ja, ich wollte nur die Kiste haben. So, vorsichtig. Immer warten, bis er den Blitzangriff macht und... Jetzt! Nein! Ja! Ganz genau. Oh, Checkpoints. Sehr schön. Ja, wenigstens haben sie Checkpoints gemacht, ne? So. Fehlen aber immer noch einige Kisten. So, und jetzt! So, Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott, so, und jetzt hier ganz, ganz langsam. Hier ist hoffentlich keine normale Kiste. Das heißt, am Ende muss es eigentlich. Es muss einen Schalter wieder geben, eine Ausrufezeichen-Schalterkiste. Um, oh Gott. Ja, ist klar, du Arsch, ist klar. Ich habe trotzdem das ungute Gefühl, dass ich wahrscheinlich nicht alle Kisten kriegen werde. Hier ist der Energiekristall, ich hab ihn. So, Elektrotrottel. Vorsicht. Nein, das machst du nicht. So, oh, Ende. Ende im Gelände. Und bitte sag, ich habe jetzt alle Kisten, wenn ich jetzt hier noch das hier bitte. Komm, da waren so viele Nitro-Kisten. Komm schon. Und? Ja, ich fass es nicht. Ich hab den Level... Was war denn los im letzten Part? Ich glaube, da war ich schon zu gereizt vom letzten Level. Deswegen, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Nichts wie raus hier. So schlimm war das gar nicht. Also ich bin ja gerade von mir selber überrascht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich bin ja nicht mal einmal gestorben. Ich bin, na gut, wie gesagt, ich bin so dermaßen ultra vorsichtig geflogen. Also, aber dass ich jetzt auch noch alle Kisten, nicht schlecht. So, na gut, dann haben wir ja wunderbar noch Zeit für den Night Fight. Wenn ich das richtig erkenne, gibt es hier aber auch wieder einen zusätzlichen Edelstein. Es können jetzt eigentlich alles nur mit Diamanten sein, weiße Diamanten, weil ich habe schon alle Punkte Edelsteine. Und nach Nightfit gibt es halt eben noch Pack Attack und ich habe das ungute Gefühl, dem Namen nach könnte Spaced Out vielleicht der zweite Jetpack Level sein. Wahrscheinlich ist das auch noch einer, aber ich weiß es nicht genau. Nightfit klingt doch wieder nach einem finsteren Level, aber schauen wir einfach mal rein. Auf geht's zu Nightfight! Was ist denn das jetzt gerade für ein Hinweis gewesen? Freundliche Glühwürmchen leuchten dir den Weg? Es gibt 46 Kisten in dem Level. Ah. Ey, das ist ja geil. Das ist ja wie der... Hoffentlich nicht, dass ich, wenn ich den jetzt berühre, dass ich sterbe. Ach, nee. Ach so. Geil. Das sieht jetzt aus wie der allererste Level nur in der Nacht. Ihr wisst schon, Turbo Boots und... Ja, natürlich verlassen mich die auch wieder. Okay, das erinnert mich jetzt gerade... Warte, kann ich das nochmal machen? Achso, nee, schade. Nee. Jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Das ist wie in... Wie hieß denn der Level nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der Level hieß, aber in Crash 1... Ich sehe absolut gar nichts.
Ja, das Opossum, ich habe es nur ganz kurz gesehen. Okay, also ich darf natürlich nicht trödeln. Es gibt halt in Crash 1 zwei Level, wo das auch so dunkel ist. Wobei den einen, glaube ich, habe ich nicht mal freigespielt, weil das war ein Geheimlevel. Da war das aber noch mit einem... Naja, wie soll ich sagen? Da war das noch mit einer leuchtenden Akku-Akku-Maske. Hier sind es halt jetzt solche Glühwürmchen, wobei die sehen für mich eher aus wie Lichtlibellen. Die Glühwürmchen sind doch rund. Glühwürmchen sind doch rund. Und schon wieder. Warum jedes Mal, Crash? Warum jedes Mal vor dem Checkpoint sterben? Das ist doch so eine blöde Angewohnheit, die er hat. Er ist schon wieder nicht gesprungen, dieser Arschhurensohn. Mann, es lief in dem Level vorhin gerade so gut und dann machst du so eine Scheiße, du Idiot. So eine verfickte Scheiße. Renn einfach. Renn einfach durch hier so. Ich kann mir vorstellen, den Level auf Zeit machen ist sicher auch mega schwer. So. Na, hier ist Checkpoint. Verfickt nochmal. So. Fick da fort und... Oh, cool. So. Todesroute. Allerdings auch eine arschfinstere Todesroute. So. Oh, na klar. Ist klar, du Arsch. Natürlich. Ist klar. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, okay, warte. Der Akku hat mich gerettet. Ja, super. Ich hab's the Diamond. Ich hab the Diamond. Und, wow. Wie lange geht denn das hier noch? Wir sind ja nicht mal Kisten. Wahrscheinlich verpasse ich deswegen jetzt wieder den Energiekristall, ne? So. Aber egal, wenn ich schon mal hier bin, habe ich schon mal den Zusatzedelstein. Alter, wie lang ist denn der Level hier? Farschen? So. Aber die Musik ist cool. Naja, also so ganz wie der allererste Level ist jetzt auch nicht aufgebaut, aber ähnlich, weil die Musik ist ähnlich. So, und... Ah, tatsächlich ist echt schon hier Ende. Boah, da gibt es aber viele Nitro-Kisten. Na gut, den Level muss ich jetzt aber echt nochmal machen. Aber ich habe zumindest schon mal den zweiten Diamanten. Und alles wieder von vorne, aber hey, seht's mal positiv, ich habe jetzt schon den zweiten Diamanten, brauche ich also den Todesweg nicht nochmal nehmen, weil da waren auch gar keine Kisten. Also, hätte ich mir jetzt nicht dran erinnert, dass da auch nur eine Kiste gewesen wäre. Aber man darf hier echt nicht trödeln. Man darf hier echt nicht trödeln, weil sonst ist das Glühwürmchen weg. Aber für mich sieht das immer noch aus wie eine Libelle. Glühwürmchen sind doch ganz rund und kugelförmig, ich meine... Also, ist doch eigentlich völlig egal, komm. Jetzt hier nicht hier mich drüber aufregen von wegen... Wow. Das ist jetzt hier... Alter, was machen diese Typen hier und dieser Hurensohn? Ich hätte den... Was hätte ich jetzt gegen den machen sollen? Aha, so. Oh mein Gott. Natürlich. Natürlich. Nein. Nein. Oh Gott. Ich glaube, jetzt habe ich zu lange rumgeschissen. Jetzt ist hier gleich... Schicht im Schacht und Schacht in der Schicht. Ich sehe überhaupt nichts und fick dich. Okay, das ist echt scheiße hier. So, noch einmal. Das gilt nicht. Oh, wie komme ich dann an diesen... Ja, jetzt ist natürlich Todesplatz. Für mich ist klar, dass die jetzt weg ist. Wie komme ich an diesen Pennern vorbei? So, einfach so. Na, Vorsicht. Das braucht hier so lange, dass man hier die Kisten erwischt. Renn, 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 renn. Schneller, 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 schneller. Wow, fuck. Oh Gott. Ja, aber hier ist der Energiekristall. So, wenigstens machen die auch Licht. Ich werde jetzt so runterfallen. Ich sehe doch hier die Schlucht. Wie soll ich an denen jetzt vorbeikommen? So. So, Checkpoint. Es geht weiter. Aber ich habe trotzdem nur... Ich habe immer noch so wenige Kisten. Was ist denn los? Wo sind die ganzen Kisten? Ich habe zwar vorhin auch gesehen, dass da waren einige, Bonus! Bonus-Time! Bonus-Time mit Glühwürmchen, na sicher! Natürlich!
Sicher doch. Klar doch. So. Das ist aber auch mal eine geile Idee, muss ich schon zugeben. Das ist eine echt geile Idee. Das ist echt eine geile Idee. Echt mega geil. Und alleine hier sind 29 Kisten. So, und wahrscheinlich... Ich sehe über... Ja, natürlich, ey, du bist doch... Was ist das denn? Ihr seid doch alle scheiße. Oh ne, das ist jetzt nicht wahr, oder? So, ich nehme jetzt gleich das eine Kübelchen hier mit. Kommt das mit? Ne, das kommt... Ja, doch, ein bisschen kommt es schon mit. Oh, ist das fies. Hier musst du ja richtig schnell sein. Das ist mal richtig kacke hier. So, komm, gehen wir hier mit. So, komm. Einfach hier durchwirbeln, so. Nein! Ey, wieso bist du aufgestanden, Crash? Och, Mann, ey. Warum? Warum bist du weshalb? Werde ich hier noch zum Kalb? Was soll das? So eine Sch... Was war das? Was war das? Jetzt ist er einfach abgerutscht. Egal, ich verliere hier keine Leben. Ich mach das so lange, bis ich das jetzt schaffe. Das kann es ja wohl nicht sein. Komm. Jetzt stell ich mal nicht so blöd an. Das war ein Memo an mich selbst. Ich bin ja... Oh, 102 stiegen die? Wow. So, ich muss aber... Man sieht mir, ich muss hier das Glühmchen so irgendwie auch berühren. Dass es wirklich mitkommt. Leute, was ist das? Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe zwar, wo ich gerade bin, aber... Ey, das ist... Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein beschissener Bonusabschnitt hier? Ich kann hier überhaupt nichts sehen. Ich sehe gar nichts. Ich komme nicht mal weiter. Hier ist irgendwo... Toll. Richtig toll. Ich kann überhaupt nichts sehen. Sag mal, sind die behindert? Was ist denn jetzt hier? Kann ich bitte sterben, dass ich das nochmal probieren kann? Was ist das für ein scheiß Bonusabschnitt? Warum ist hier kein Glühwürmchen? Was soll denn jetzt hier sein? Leute, ich komme nicht mal mehr weiter. Ich komme nicht mal mehr zurück. So, fick deine Mutter. Das ist einfach nur scheiße dumm. Was soll man denn hier machen? Oh, ist ja doch alles scheiße. Komm, du komm mal mit hier. Was ist das denn für ein Drecksabschnitt hier? Mann, das sieht man, Alter. Geh doch mal scheißen jetzt. Also der Bonusabschnitt ist gerade mega scheiße, Leute. Sorry, aber ist so. Das Glühmchen ist auch viel zu... Das ist viel zu kurz da. So, komm jetzt. Das geht sich doch ums Arschlecken nicht aus. Der will mich doch verarschen hier. Was ist denn das für ein behinderter Bonusabschnitt? Welchen Hurensohn ist das denn jetzt eingefallen? Mann, es lief so gut in dem Chatback-Level und da machen die hier so eine Scheiße hier. Welchem Trottel ist das bitte eingefallen? Der gehört zusammengeschlagen. Für diese saublöde, behinderte Arschloch-Idee. Das kann's ja nicht sein. Ja, hier, es ist schon wieder weg. Es ist weg. Es ist einfach mal weg. Und jetzt? Was jetzt? Ich komm schon wieder... Wie lange soll man das bitte behalten können, dieses Scheißvieh? Hallo? Hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Das kann doch nicht sein. Leute, was ist das?
Hurensohn! Hey Leute, das gibt es nicht. Ich kann das nicht schaffen. Ich schaff den Level nicht. Weil das Glühwürmchen ist einfach nicht lang genug da. Was soll denn der Scheiß? Willst du mich jetzt verarschen, du Missgeburt? Das ist das letzte Glühwürmchen, was man hier kriegt. Das gibt's nicht. Okay, da wäre jetzt, glaube ich, die Plattform gewesen. Kann das sein? Kann das sein? Ich komm jetzt! Crash, jetzt stell ich mal nicht so an! Das ist mal ein richtig behinderter Bonusabschnitt. Sorry, aber ist einfach mal so, ja? Ich meine, wenn das Glühwürmchen ein bisschen länger bei mir bleiben würde, wäre das nicht so schlimm. Machen, gescheißen jetzt mal hier. Welchen? Mann, ey! Das kann man nicht schaffen! Diese scheißverdammte Missgeburt ist einfach zu lange. So, leck mich am Arsch, jetzt habe ich das endlich mal geschafft hier. Die Nitro-Kisten, wie gesagt, da fehlt noch der Schalter am Ende. Ah, jetzt war hier schon wieder das, wo sich der Weg wieder zusammengefügt hat, genau. So, endlich wieder, endlich ein Checkpoint. Alter, ich habe schon geglaubt, ich komme hier überhaupt nicht. Ich habe die Plattform nicht gesehen, die mich aus dem Level rausbringt, also aus dem Bonus-Level. Was sollte denn das? Da kriege ich echt... Willst du mich jetzt komplett verarschen? Dann leck mich doch am... Warum fehlen mir jetzt zwei verfickte Arschloch-Krüppelkisten? Der Level ist einfach nur behindert. Raus hier, Mann. Raus hier. Der Level ist scheiße. Wieso haben mir da jetzt trotzdem noch zwei Kisten gefehlt? Du bist doch scheiße. Der Bonusabschnitt ist einfach der größte Dreck. Wo warten da noch zwei Kisten? Wahrscheinlich, wie ich es eben nicht mehr gesehen habe, weil das schon dunkel war. Da waren fix noch zwei. Leck mich doch am Arsch. Ansage an den Level, lutsch meinen Schwanz. Ganz ehrlich, leck mich doch. So. Mann, jetzt habe ich mir so eine Mühe gegeben, den Bonusabschnitt zu schaffen und trotzdem nicht alle Kisten. Scheiß Spiel, das ist einfach unfair. Das geht nicht. So. Mann, nee, da könnte ich so aus, dass das... Erstens war der Abschnitt eh mega scheiße, weil du eh nichts sehen kannst, weil das Glühwürmchen viel zu schnell abhaut. Und dann haben wir erst recht wieder zwei... Wo waren denn jetzt noch zwei Kisten, verdammte Scheiße? Fick dich ins Knie. Das kotzt mich manchmal so an, wegen einer oder zwei Kisten. Ich mein, Mann, wieso? So, zwei letzte reguläre Level fehlen jetzt noch. Pack Attack und Spaced Out. Ja, Pack Attack wird wahrscheinlich bei mir eher eine Heart Attack sein. Dafür scheint es hier aber auch keinen, ne, hier scheint es keinen zweiten Diamanten zu geben, aber bei Space Dot gibt es einen. Mein schön, ich habe zwar hier jetzt beim Nightfight habe ich wenigstens den zweiten Diamanten bekommen. Bei Rocket gab es keinen und bei Pissing It Away, der Level, kann ich auch am Arsch lecken, weil das ist einfach scheiße. Oh, verdammt nochmal, ne, also wie gesagt, die letzten Level sind echt die schlimmsten. Zwei Kisten! Mann!
ey, das hätte doch nicht sein müssen. Hätten sie die zwei Kisten weniger im Level drin gehabt, dann hätte ich alle gehabt. Aber nö, müssen ja zwei Kisten mehr sein. Mann, das ist so zum Kotzen, da könnte ich im Strahl kotzen. Das ist doch voll beschissen. So, Crash, guck nicht so doof, der Part ist jetzt eh vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Crash 2 und hoffentlich schaffe ich wenigstens die letzten beiden Level irgendwie, dass ich zumindest die Energiekristalle beide bekomme. Ja, da brauchst du jetzt noch keinen Freudentanz aufführen, weil das war einfach nur richtig schlecht, was du da gemacht hast im Bonusabschnitt. Ich frage mich echt, wo die zwei Kisten gewesen wären. Die waren sicher noch da drinnen, ich habe sie nicht gesehen, weil es da schon dunkel war. Woanders, ich bin noch überall sonst lang gegangen und habe geguckt und da war sie sonst nichts. Also, das kann eigentlich nur so sein. Na was auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Crash 2 Cortex Scheiß zurück. Tschüss!